So, da sind wir auch wieder. Direkt nach dem Kampf im nächsten Video. Und blasen die Lava weg. Oh. Toolshed hat, was du brauchst. Geräusch jedes Mal, ne? Wenn der Schlauch wieder rausgezogen wird. Auch wenn das komisch klingt, aber das Spiel hat verdammt viel Liebe zum Detail. Es gibt ja kaum eine Sache, die nicht versucht haben. Was? Lava? Oh mein Gott. Er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft. Coon Friends. Coon and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Ach du Scheiße. Es un trabajo. Oh, fuck, Alter. Macht euch auf euer Ende gefasst, Coon Friends. Coon and Friends, jetzt reicht's. Der Wichser stirbt jetzt. Kräfte. Suchen wir es mal. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Danke. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Captain Diabetes sagt, Vorsicht vor den Raketen. Flieht vor dem brennenden Mecha-Lava. Hat lang gebraucht, bis das funktioniert hat. Ich nehme meine Blutprobe. Kann man ihn denn treffen? Das Ding muss ich morgen in die Schule mitnehmen. Ah! Zeig ihnen, was du drauf hast! Ah, echt? Oh. Wer kitzelt mich da? Stopp!
Mann, ganz schön heiß hier. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Kreuzschlitzer! Ha! Das habe ich nicht mal gespürt. Deine Mechs machen mir keine Angst, Chaos. Schock! Hey Leute, nicht zu hart, okay? Das war doch schon wenigstens ein Treffer. Darf ich? Darf ich? Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Verlegungsprotokoll aktiv! Hey, was geht da drüben vor sich? Für Chaos! Meine Mechalava-Düse ist extra groß. Frissen und weg. Ja, wir sollten hier weg, bevor das Gesundheitsamt kommt. Los geht's, Neuer. Verdammtes Immun. Wer hat hier den Abriss bestellt? Laserbohrer! Voll durchbohrt! Dann mal los! So, als hätte das richtig wehgetan. Starte mich auf Vernichtungszyklus. Rakete im Anflug. Chaoswelle. Au, totales Chaos. Schwere zur Action. Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Ich verlasse mich auf dich. GG, Leute! Ach, meine Beine! Tiene que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten! Captain Diabetes bleibt trotz dieser Entwicklung unbeirrt. Und los geht's! Nichts zu danken. Kein Vertun, ich brenne. Kleiner Gringo ist muy malo. Rakete im Anflug. Diabetes sagt, Vorsicht vor den Raketen. Chaos. Mehr Chaos, mehr. Diabetes-Time. Alles okay, Lakaien? Gleich kommt der Schwarm!
schauen wir mal nach, was der hier boomt. Ah, es ging fast alles im Mond. Wenn ihr meiner Superschurkentruppe der Chaosliga beitretet, können wir alle zusammen Saft trinken. Bin ich schon dran? Ha. Ist das keine reißfeste Folie? Queas niños, agáchense. La curación. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Das ist deine Dinero, Jefe. Verdammt, verklickt. Sehr gut, Wunderarsch! Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Wir rufen Moses. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Pero era mi turno. Tomar el medicamento. Hervorragende Arbeit, Lakai. Ich bin dran. Ja. Rakete im Anflug. Totales Chaos, extra scharf! Kettendiabetes ist kampfbereit! Samstags chill ich am liebsten den ganzen Tag mit der fetten Blutkonserve. Die haben überhaupt keine Chance. Meine Sektenklasse startklar. Warum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon? Verdammt. Aquí viene! Auf die Lakaien! Lo mejor es que paguen por las horas extras. Para México! Gute Heilung, Lakai! Los, mein Arsch! Mach endlich, ich will auch noch. Es kommt direkt auf uns zu. Danke, Onkel Jimbo.
Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer. Heute noch, Stan? Ich krieg dich hin. Ich bin sowas von bereit. Chaos-Explosion! Sind meine Raketen nicht cool? Ja, bitte, sag, Vorsicht vor den Raketen! Oh, oh! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ich bin dran! Unantastbar, Captain Diabetes. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Sehr befriedigend. Ja, machen wir sie platt. So, ist der mexikanische Taco-Heiler auch platt? Du bist dran, Neuer. Darauf trinke ich. An die Arbeit. So, Toolshed, gib ihm den Rest. Spitze! Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. Ich habe keine Kackbeutel mehr. Sorry. Das sieht nicht gut aus. Macht Platz für Diabetes. Insulin ist mein Benzin. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Oh, mein Mittagessen, jetzt kriege ich wieder Hausarrest. Du kriegst das hin. Gibt ihn Saures. Dann mal los. Hier, Scott. Ihr seid verloren. Nein. Mann, ach, auf den Zug hatte ich mich schon so gefreut. Nein. Zwei Diabetes. Ja. Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Mückenstich. Ja. Jetzt aber. Oh, cooler Kampf. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber... Wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch!
Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basilion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Au! Zugriff auf Kunststore-Inventar. Danke für dein... Das ist mal ein Boost. Jetzt könnte ich Polizisten verprügeln. Besuch des offiziellen Coon & Friends Store. Speichern wir mal. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Katniss bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der... Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lang war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir?
Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Mein Gott, wie dämlich. Hey du, warte mal! Du bist neu hier, stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert. Ich hab Titten. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Super-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhnfreunde schon zu bieten? Miau. Ich geht. Aha. Also ich weiß, dass South Park ja schon viele seltsame Ideen hatte, ne? Aber dass die Hand ist, ist wohl selten dämlich. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Keiner weiß, wer er ist, aber alle erkennen sie mich. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Du bist umzingelt, Verbrecherschreck! Okay. Polizisten. Du bist umzingelt, Verbrecherschreck! Halt, sonst rufen wir die Polizei! Ist es Zeit für Blitzkrieg? Bau keine Bruchlandung. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Hey,
Hey, was machst du da unten? Hahaha, glaubst du vielleicht, das Hemd... Oh, oh. Geht doch! Unfair! Du hast ja echt Superkräfte im Arsch! Ich muss weg! Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht leer gegessen? Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Den Selbstjustizler haben wir... Hey, junger Bruder, komm mal her zu mir. Morgan Freeman hat ein Geschenk für dich. Ich habe diesen Afro-Kam 1972 bekommen, als ich noch ein junger Mann von 68 Jahren war. Ich gebe ihn jetzt dir. Er ist geladen mit Energie, die deine Kräfte verstärkt. Und hey, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Alles klar, oder? Benutze ihn weise, Bruder. Hey! Das pusht nochmal ganz enorm. Willkommen bei Freeman's Tacos. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Einfach irgendwas, im Magen kommt sowieso alles zusammen. Komm jederzeit wieder, während der Geschäftszeiten. Getrunken. So lustig. Mutterart! Ich glaube, du bist vielleicht in der falschen Toilette. Oder ich vielleicht. Sorry. Mutterart! Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe.
Nur du allein verstehst mich. Auf zu dem Mobile. Damit wir jetzt auch Handyverträge als Quests bekommen. Pass bloß auf! Oh, hey Neuer! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, Handy, Länge wie Menschen. Ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, Rettung! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Ärsche auf! Was soll man dazu sagen? Zwing uns nicht, den Chef zu rufen! Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich find dich cool! Wenn ich das nur streamen könnte. Repariert mein Internet. Wunderarsch. Die Yelp-Bewertung. Das habt ihr davon, der Chef laut. King Crab. Name und die Mobile-Nummer bitte. Ein allerfeinstes Doxing. Du schaffst das. Die Pause ist vorbei. Boah, das ist übel. Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Matt, Matt, Matt! Und geblockt! Na, muss die Mobile-Nummer bitte! Schaltet den Ober-
erwischen. Die Kunden brauchen Hilfe. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Gedoxt! Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Der Krebskönig ist der Boss. Schaltet ihn aus. Du schaffst das, Wunderarsch. Bleib hier, Kunde. Ein Rabatt für dich. Pass auf die Scheren auf. Die kneifen ganz schön. Unsere Netzabdeckung im Oberflächenreich ist unver... Sieht böse aus für die Bösewichte. Zeit für ein sauberes Mobbing. Ich habe gerade deine gesamten Passwörter an ein russisches Botnet versteigert. Sorry. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Leg dich nicht mit Colgirl an. Das war cool. Oh, danke, Colgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, klar, Colgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben mieft, ruf mich an. Okay. Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Gut, packen wir es an, Kunde. Wuhu! Schön. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ich habe neues Zubehör. Nochmals danke für alles, Held. Dreimal verschiedene Stimmen. Wenn du Colgirl brauchst, dann melde dich über SMS, Coonstagram, WhatsApp, Skype, Scheiße, sogar AOL Instant Messenger. Dann gehen wir doch erstmal ins Kronversteck. Wohin des Wegs? Recht schaffen! Bis denn!